Es geht weiter mit Alan Wake 2. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Valhalla-Let's Play, wollte ich gerade sagen. Hier in Valhalla anwesend noch. Cynthia ist tot und Thor ist wieder befreit. Und es geht ihm wieder gut. Und er will uns jetzt einige Fragen beantworten. Denn Saga hat auf jeden Fall die ein oder andere Frage, die sie gerne beantwortet haben möchte. Gerade auch in Bezug auf ihre Familie. Also, damit geht's heute weiter hier. Folge 42. Willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, wo es den spannenden Kampf gegen Cynthia gab. So, wir müssen jetzt aber reden. Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Wo sonst? Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Okay, dann müssen wir mal wieder ins Profiling reingehen. Der Gedankenraum. Wie weiß er davon? Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen. Und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Okay, sie ist eine, mit so Fähigkeiten geboren wie in Control auch einige Leute darüber. Also in Control wurden die erwähnt, diese paranormalen Menschen, die so Zugang haben zur dunklen Welt oder sowas, ne? Irgendwie. Die hießen noch irgendwas mit Para, irgendwas. In Control hießen die so. Da gab es so verschiedene Menschen. Der Bruder von Jesse war doch auch so einer. In dem Spiel. Vielleicht deswegen. Okay. Wir können mal über den Klicker fragen oder die Großvatergeschichte. Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Jetzt ist halt die Frage, ob das wirklich passt oder ob jemand ihr das jetzt wieder einreden will und sie das jetzt irgendwie so zulässt, dass das wirklich stimmt. Wer weiß. Aber gut, sie wusste, also ihre Mutter hat nicht über die Vergangenheit geredet. Sie weiß es ja nicht, ne? Aber wer war der Vater? Reden über die Mutter, über Freya. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen. Auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung.
Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. Das ist ja traurig, dass die Mutter dann so wenig über die Vergangenheit gesprochen hat. Spätestens, wo Saga dann irgendwann erwachsen war, hätte sie doch langsam erzählen können, was damals alles so war, oder? Spätestens da. Okay, reden wir über den Vater. Das interessiert mich. Wer ist der Vater? Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Also war der Vater nicht wichtig? Ist er einfach abgehauen dann? Kein Bock auf Frau und Kind gehabt? Okay, der Klicker. Ich hab den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun. Also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen. Und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Das ist halt wieder, Tom bedeutet Wake. Naja, weiß ich nicht. Es sind ja zwei Leute. Das ist ja einmal Thomas Zane und einmal Alan Wake. Aber Odin und Thor erinnern sich halt nur an Thomas Zane, weil der halt damals da war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war im ersten Spiel, als sie mit Alan... Sie hatten ja mit Alan Wake zu tun. Haben sie ihn da auch immer nur Tom genannt? Das müsste ich, wenn, nochmal nachprüfen, wie das... Ob sie ihn da auch nur Tom genannt haben. Weil es gab ja im ersten Spiel dieses große Konzert von den beiden, wo man dann mit Licht gearbeitet hat, um die Besessenen zu vertreiben. Und die hatten ja viel miteinander zu tun. Man hat die ja getroffen im ersten Spiel als Alan Wake. Aber wie haben sie ihn dann... Ich weiß nicht mehr, wie sie ihn genannt haben. Haben sie ihn Tom genannt nur? Es ist... die Tafel ist wieder komplett leer. Da sind jetzt wieder einige abgeschlossene Sachen dabei, ne? Thor und mein Vater hatten Probleme. Es gab Streit. Warum ist Mama weg? Ja. Mama dachte, Thors Kräfte sind gefährlich. Sie wollte mich nicht in ihrer Nähe haben. So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Bist du? Aber es tut ihm wirklich leid. Ja. Unsere Familie ist nicht an Wakes Geschichte gebunden. Die Andersons können die Horrorgeschichte durchschauen. Ja. Wenn das wirklich so ist, später. Fall abgeschlossen. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Okay, ich habe meinen Großvater Thor Anderson von dem Dunkeln gerettet. Wake hat nämlich Logan in diese Geschichte eingebaut. Sie ist seinetwegen in Gefahr, in Scratches Nähe. Wake muss ein Ende schreiben, das sie rettet. Hat er das dann, wenn dann, nur gemacht, damit sie irgendwie hier im Fall überhaupt arbeitet oder zurückkehrt zu dem Ort? Das ist doch auch irgendwie noch nicht so wirklich durchschaubar. Der Klicker dient als Verstärker. Er kann die Realitätsänderung, Effekte der Kunst verstärken. Effekte der Kunst. Der Übergang.
Der Klicker da oben. Da Wake die Geschichte geschrieben hat, kann nur er sie bearbeiten. Licht und Dunkel, die Geschichte aufhalten. Macht Sinn. Macht Sinn. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Aber Thomas Zane hat ja diese Fähigkeit auch. Und es wird auch irgendwie erzählt, dass auch Scratch diese Fähigkeit hat, oder? Weil er ein Doppelgänger ist von Wake und auch Thomas Zane. So. Danke, Thor, für alles. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Alles klar. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Danke, Opa. Okay. Mach dir um mich keine Sorgen, Kleine. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Ja, genau. Bis bald, Sana. Erstmal saufen. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Esteves überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Okay, zum Sheriff Department, weil da Casey. Control ist. Hören Sie mich, Casey. Verdammt. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Hey, warte, hier wollte ich gar nicht lang. Ich hätte auf die andere Seite gestellt. Ich wollte erstmal jetzt die ganzen Gebiete durchsuchen, die überflutet waren. Stimmt, Casey ist schon fast wieder vergessen. Der ist ja auch jetzt irgendwo noch. Den haben wir auch noch nicht gefunden. Aber jetzt erstmal die ganzen Bolzenschneider-Sachen machen. Und bei Alan Wake geht's ja auch noch weiter mit einem Kapitel. Mit mehreren Kapiteln sogar. Da müssen wir dann auch nochmal zurückkehren. Der wollte wieder zurück ins Apartmentgebäude, ne? Als letztes. Jetzt wäre es wieder dunkel hier. Ach, komm schon. Bunker Woods Nightfalls. Das ist, okay. Das ist das Bunkergebäude, wo der Bunker dann ist. Hier muss ich natürlich wieder in alle Ecken schauen. Oh, guck mal, hier ist ein Pfeil. Naja, da geht's zum Kultversteck, ne? Aber gut, die Kultverstecke sehe ich ja zum Glück schon auf der ganzen Karte. Was haben wir denn da? Bunker Woods Versteckschlüssel. Oh, dankeschön. Und hier, da ist auch eine Lunchbox. Gut, dass ich diesen Talisman habe, der mir alles anzeigt. Den habe ich vom Bürgermeister bekommen. Bürgermeister Sattler. Ich glaube, den gebe ich meine Stimme. Was haben wir hier? Das ist eine schöne Lichtung, ja, aber nichts drin. Hier geht's durch, oder? Ja. Auf der Karte sieht das einfacher aus. So findet man die Dinger gar nicht. Okay, ich bin in der Nähe von der ersten Lunchbox. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Ja, und wir wissen ja, dass die von Rose stammen. Die hat sie für uns dagelassen. Gib nicht vor, irgendjemand oder irgendwas zu sein, was du nicht bist. Genau. Das ist mein Motto auch für YouTube. Jetzt kann ich das Jagdgewehr noch ein bisschen verbessern, ne? Da müsste ich jetzt wieder genug haben. 19, jawohl. Oder eine andere Waffe. Die Armbrust, da kann ich Doppelbolzen schon schießen. Die ist auf Maximum. Oder die Pumpgun hier noch für... Gibt's da noch... Verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt sind? Ne. Töte einen Feind, um Gesundheit wieder aufzuladen? Ne, das hilft mir nicht. Im Bosskämpfen hilft das auch nicht. Schnelleres Nachladen und so wäre mal geil gewesen. Die Kugeln durchdringen den Dunkelheitsschild des Feindes. Oh, dann kann ich mir das mit der Taschenlampe sparen. Erfolgreiches Folgetreffer senken erheblich die Zeit zwischen Schüssen.
Wenn du stehst, kannst du den verbesserten Fokusmodus nutzen. Dies sorgt für perfekte Genauigkeit. Lenkt Schüsse auf feindliche Schwachstellen und verursacht mehr Schaden. Na, die treffe ich aber eigentlich auch so ganz gut. Aber das hier ist ganz geil. Durchs Zielfernrohr konnte Saga die flackernde Dunkelheit sehen, die den Besessenen beschützte. Sah, wie sie zitterte und zuckte. Dann erspähte sie eine Öffnung. Da! Sie feuerte eine Kugel ab, um ihr Ziel zu treffen. Ja, das klingt gut. Eine habe ich nur noch über. Geil. Oh, da unten, das sind Rätsel, ne? Kann ich hier durch? Ja. So, das war das. Ja, vor mir sind Behälter und eine Manuskriptseite. Krass. Okay. Hallo, hier spricht Pat Green. Hey, hier ist Harry. Ich bin bei der Elderwood Palace Lodge. Es sind Schüsse gefallen. FBI ist überall. Jemand ist tot, glaube ich. Ich war an der Rezeption, als sie das Feuer eröffneten. Ich habe mich unter dem Tisch versteckt. Meine Güte, Terry. Sie haben bestimmt ein wenig übertrieben. Aber das klingt so, als hätte Russ Hammond wieder mal außerhalb der Saison Wachteln gejagt. Wer der? Er ist so verwirrt, Mann. Jetzt wegen dem ganzen Wasser, was man hier hört, war die Radiosendung nicht ganz so gut zu hören. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch ein bisschen mithören können. Okay, das hier ist auf jeden Fall die Bunkeranlage hier. Sogar so ein altes Geschütz da oben drauf, ey. Krass. Das sieht schön aus, finde ich. Was ist das? Ah. Rose bei der Bingo-Nacht. Aha. Jeden Abend war Bingo-Abend im Pflegeheim Valhalla. Jedes Mal, wenn Rose eine Kugel aus dem Käfig zog und ihre Nummer rief, riefen einige der Bewohner Bingo, egal was auf ihren Karten stand. Was ist das? Beschiss. Einige von ihnen saßen stumm da mit vollen Karten und riefen nie etwas aus. Einige von ihnen versuchten ihr den Ball zu stehlen. Cool. Okay. Aber nichts Wichtiges. Was Geschichte angeht. Ich glaube, da haben wir jetzt fast alle Geschichten durchgehört mit Pat Mains Radiosendung. Valhalla Nursinghaus. Ich höre Gegner. Leider. Da oben zwei. Haben wir keinen. Wo muss ich lang? Geradeaus ist der dein Standort. Nee, hier, Bunkerwoods Versteckschlüssel und dann das Kultversteck wahrscheinlich dann aufmachen. Kultversteck wird da oben sein. Und der Schlüssel irgendwo hier.
Das ist die Ranger-Hütte, die unter Wasser war. Hey, das ist voll schön hier, ne? Guck dir das mal an. Wow. Weil hier geht's runter. Zur Ranger-Hütte. Ich muss nochmal zurück. Ich muss da oben hin, wo die Besessenen waren. Da müsste dann der Schlüssel sein. Hirschmaske aus Kunststoff. Ihr Gesicht Schlüssel. Der liegt da einfach so. Kann ich auch hier rauflaufen? Ja. Mitten rein ins Dings. Das Pferderohr war auch vorher gar nicht drauf auf der Waffe. Jetzt habe ich da eins, mit dem ich durch die Dunkelheit schießen kann. Da ist nochmal eins. Ah, dreh dich nicht um. Ich wollte deine Schwachstelle beschießen. Hey. Hä? Wieso hab ich die nicht erwischt? Zugewachsen! Ich lasse die. Siehst aus! Ja, da stell dich doch mal irgendwo hin, wo man dich auch sehen kann. Genau. Dankeschön. Was ein Arsch. So, dann kann ich mal hier mal wieder eine Dings nehmen. Das müsste hier die Markierung sein für die Lunchbox da vorne, die ich schon habe, ja. Okay, der hat einen Pfeil fallen lassen, toll. Was ist denn damit? So, wo ist das Kultversteck? Ich sollte auch hier sein. Hier ist das Gestrüpp, aber wo ist die Box? Noch eine Schließkassette. Und ich hoffe, dass da jetzt der Schlüssel passt, den ich gerade geholt habe. Keine Nachricht diesmal? Bunkerwoods Versteck. Ja, das war dafür. Nice. Vor den Bäumen kann man sich nicht verstecken. Wir sind überall. Die gefährlichen Bäume. Ich nehme nur die Munition mit. Die Leuchtfackel hier kannst du hier sonst wo hinschieben. Am besten da, wo keine Sonne scheint. Okay, dann kann ich jetzt runtergehen. Nee, das ist noch gar nicht die Ranger-Hütte, die hier unten steht. Das ist eine andere Hütte. Die Ranger-Hütte ist erst da hinten. Interessant. Das ist... Leuchtrakete. Eine Leuchtrakete, nicht nur eine Fackel, sondern eine ganze Rakete. Okay, das ist also auch noch eine andere Hütte da vorne. Darf ich nicht hier so runter? Ich finde es komisch bei dem Gegner, dass ab und zu die Schwachstellen halt auf dem Rücken angebracht sind, dass du die nicht so richtig triffst. Okay, mal gucken, was wir da drin haben. Das sieht aber eher aus wie eine Speicherhütte. So eine Safe-Hütte zum Speichern, so eine kleine. Die sehen ja immer irgendwie so ähnlich aus. Gegner von links. Kann man runter zum Strand? Nee, ja. Schade, sieht voll schön aus. Doch keine Speicherhütte? Oder vielleicht, weil der Generator nicht an ist. Das doch ist eine Speicherhütte. Hier hinter noch was? Was? Scoozy?
Wir können hier sogar auch zu Ellen wechseln. Das ist schön. Das ist doch schön. Ich höre dich. Sie waren mit dem Pergolator. Ach. Die Jagdsaison. Erstmal zweimal ausweichen. Ist es ein Wolf? Ein Wolf auch noch. Dann gegen Wolf nehme ich mal die Pistole hier wieder raus. Habe ich so viel Schuss von. Okay. Das ist auch noch ein Wolf. Die Wölfe funktionieren teilweise nicht so richtig. Kann auch sein, dass die Dunkelheit die einfach kaputt macht. Ist dann das, was an Stein gezeichnet? Und da geht's auch wieder zu der Kultbox, ne? Mhm. So. Da und dann unten das Manuskript und dann das hier noch aufdecken. Fast durch. Da ist die Box. Okay, wie muss ich das öffnen? Eine Lampe. Also ich muss Licht benutzen, um die Zeichen zu sehen wahrscheinlich. Ja, haben wir wieder sowas. Okay. Brauche ich dann das? Wo die beide nach unten zeigen? Und jetzt zeigt es hierher. Für das nächste. Oder zeigt der nach oben? Da haben wir noch was. Die sind ineinander. Also das ist einmal das, wo die nach unten zeigen. Wo war das denn der erste? Da. Die zeigen nach... Da. Dann hier... So. Und das dritte ist hier. Weil hier zeigt nach unten, aber da ist ja gar nichts. Hä? Wozu soll denn der Pfeil hier sein? Oder ist das da oben drauf? Kann man hier rauf? Hier ist noch eins. Gehört das dazu? Die zeigen so nach links und rechts. Die hier beide nach unten. Und das hier waren... Die waren ineinander... Okay. Das sind die einzigen drei, die ich jetzt sehe. Okay, dann kommt hier oben wahrscheinlich das hin. Hier die nach links und rechts zeigen, weil das Ganze nach unten war. Und hier dann das andere, ne? Die miteinander verschlungen waren. Das gibt's hier doch, das hier. Nicht so? Hm. So? Auch nicht. Also wenn ich das da mache und die anderen unten ein anderes. Naja, die drei Zeichen sind da. Ich habe nur noch nicht die Reihenfolge rausgefunden, welches als erstes kommt und so weiter. Wenn man jetzt von hier, von der Box aus startet. Noch ein Kultversteck. Noch eine dieser Kultkisten. Dann geht's wahrscheinlich von der Reihenfolge hier aus los, weil da der Pfeil ist und dann da. Dann müsste das erste Zeichen sein, was ganz oben hinkommt. Ja, ich werde die nochmal aufmachen. Werde sowieso nicht so wichtig drin. Ich will die nur alle aufmachen für die Trophäe, damit ich auf Platin abschließe. Okay, Leute. Wir haben in der nächsten Folge aber noch ein bisschen was zu durchsuchen hier. Das werde ich noch auf jeden Fall noch machen. Hier ist wir noch eine... hier die Seite, Manuskriptseite, dann noch ein Kultversteck, vielleicht noch Lunchboxen und die Ranger-Station will ich mir anschauen. Vielleicht ist da noch so ein Kinderrätsel und dann haben wir hier noch die Bootswerft. Okay. Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen und dann bis zur nächsten Folge von Alan Wake 2. Macht's gut, ciao!